Ich kenne dich auch, du bist ehrgeizig. Das sagst du natürlich auch irgendwann so. Jetzt natürlich wollen wir den vierten Platz halten, hast du gesagt. Und Quali für die Champions League. Ja, ist eine super Sache. Wenn wir jetzt natürlich da sind, das habe ich ja immer gesagt, dann wollen wir natürlich auch um das Bestmögliche kämpfen. Also wir sind Sportler, wir haben alle, wir lieben diesen Job, wir lieben diesen Sport. Und da werden wir auch die letzten zwei Spieltage alles versuchen. Aber ich wehre mich dann dagegen, wenn irgendeiner sagt, wenn es dann nur Europa League wäre, hat Gladbach eine schlechte Saison gespielt. Das ist eine Katastrophe. Also wenn Gladbach nach Europa kommt, in 5 Jahren zum vierten Mal, ist das sensationell. Das ist vergleichbar mit dem vierten Titel von Bayern. Das ist meine Meinung. Wenn wir jetzt noch auswärts gewinnen, dann müsste ich Platz 3 als Ziel ausgeben. Ja. Nein, ich dachte, wir haben eine unglaubliche Heimdistanz. Ist das nicht ärgerlich, dass der auswärts so schwach sein? Sonst ja, aber dafür sind wir zu Hause stark. Das ist immer dieser Ausgleich. Ja, wir haben das zu Hause. Ist ja, das ist ja, muss ich entscheiden. Ja. Aber wir können nicht beides haben. Wir können nicht beides haben. Natürlich wollen wir auswärts gewinnen. Wir hatten ja auch Superspiele. Also wir haben in Wolfsburg und in Schalke haben wir gegen zwei große Mannschaften, Wolfsburg vielleicht dieser nicht ganz so stabil, haben wir Superspiele gemacht, nichts mitgenommen. Hannover, Ingolstadt war etwas dünner, ja, das gebe ich auch ehrlicherweise zu. Gestern war es wieder super stabil gegen Bayern München. Natürlich wollen wir auch auswärts gewinnen. Aber wenn du zu Hause alles gewinnst und auswärts, ja, dann bist du Bayern München. Und das sind wir noch nicht. Wir haben eine unfassbare Heimstärke. Unfassbar, wir haben, glaube ich, jetzt 12 oder 13 Heimsiege. Nicht unentschieden, sondern Siege. Ja, und das ist die Basis für unseren Erfolg. Also mit Xhaka und Dahoud. Ich möchte die Menschen nicht langweilen, aber ich sage, am langen Ende hast du die Saison letztes Jahr mit Stranzl Dominguez geschafft. Da bist du in die Champions League gekommen. Und jetzt spielst du mit Christensen und Elvi, diesen 2-19-Jährige. Also neben dem, dass wir echt Verletzungsprobleme hatten, haben wir es noch geschafft, junge Spieler zu integrieren. Xhaka, Dahoud, zwei für mich super klasse Spieler, die hoffentlich nächstes Jahr noch in Gladbach sind. Wir werden alles dafür tun. Wer ist denn wahrscheinlicher? Ja, das möchte ich. Also Mo, der ist, wie gesagt, auch 19, auch ein großer Junge. Da macht es für mich keinen Sinn, den nächsten Schritt zu gehen. Wenn Granit Xhaka käme, ja, da muss man sich hinsetzen und überlegen, was möglich ist. Aber Granit, das ist eben das Schöne bei ihm, das ist so ein Ehrlicher, der sagt, ja, wenn es nicht ist, dann bin ich in Gladbach. Und dann, ich bin Kapitän, ich fühle mich wohl bei diesem Verein. Da würde die Champions League gut tun, weil ich glaube, dann haben wir noch ein Argument mehr. Aber es sind natürlich beide hochinteressante Spieler, definitiv. Und wir sind aber froh, dass sie bei uns sind, ohne die Möglichkeit zu gehen. Also. Ich finde das aber witzig. Also wir haben einen jungen Trainer, wir haben einen Trainer, der vielleicht in der Vergangenheit den einen oder anderen Fehler mal gemacht hat bei seinen ersten Stationen, der sich auch dabei ist zu entwickeln. Und wir sind aber auf Platz 4, nachdem wir nach 5 Spieltagen mit 0 Punkten abgeschlagen letzter waren. Und er hat in der Saison wirklich uns dahin gebracht mit seiner Arbeit, dass wir jetzt wieder um Europa kämpfen dürfen. Und deswegen, die Frage würde ich gerne zurückgeben. Warum muss ich mich dauernd vor so einen Trainer stellen? Weil ich glaube, in die Runde gerne, weil ich glaube, Christian Heidel müsste den Herrn Schmidt nicht verteidigen. Ich glaube, dass eben viele, dass ein Michael Preetz hier war, der den Pal Dardai nicht verteidigen muss. Warum muss ich André Schuppen mehr verteidigen? Hm.